Also es haben ja alles geglotzt. Wir haben damals sogar wieder Bauersucht Frau angeguckt. Hey, und Bauersucht Frau, wo ich mich schon seit Jahren frage, wo kriechen die eigentlich die ganzen Bauern her? Weil da sind ja Bauern dabei. Jeder Mähdrescher ist schon ein, jetzt sind wir mal ehrlich. Aber die Frauen, die sich da beworben haben, die fahren ja voll auf die Bauern ab. Gell? Die stehen ja da vorne dran und sagen, ich bin die Olga. Und ich liebe Obstbauer Oskar. Komm, Oskar, pflück mir Kirsche vom Baum, steck sie dir zwischen Zehen, ich lutsch sie raus. Wo? Boah. Was haben wir geguckt? Sind wir montags gekommen? Haben wir gesagt, machen wir Bauernmontag? Lass mal Bauern so Frau, vorher noch Landfrauenküche. Kennt ihr das? Landfrauenküche, na das ist ja grenzgenial, oder? Wo sie diese sieben Landfrauen immer abwechselnd bei ihnen auf den Hof treffen und dann muss ja die Gastgeberin muss ein Drei-Gänge-Menü kochen, ohne Thermomix. Und das macht ja so nebenbei, gell? Ja, obwohl sie 200 Kühe hat, 600 Zeu, 80 Gäul, im Garten rennen noch 17 Lamas rum. Außerdem hat sie einen eigenen Hofladen, eine eigene Bäckerei, eine eigene Metzgerei. Und nebenbei schafft sie noch auf 530-Euro-Basis bei der Gemeinde als Finanzbuchhalterin. Also Wahnsinn! Aber da haben wir zuerst das geguckt, dann umgeschalten, Bauersucht Frau. Mit den ganzen Bauern, aber auch die Frauen, die da mitmachen. Da hat der Biber genachgegeben.